Mahlzeit miteinander. Ich werde heute etwas hoffentlich Schmackhaftes kochen aus dem Bioladen und ich freue mich richtig drauf. Ich habe mega Hunger und jetzt wird erstmal das 21. Türchen geöffnet. Das ist sehr mächtig auf jeden Fall. Das ist sehr schwer. Oh. Vorsichtig, vorsichtig. So. Mit dem Gemüsemesser. Das ist eigentlich ein richtiger Frevel. Naja, was soll's. Gut, was haben wir hier Schönes? Gut. Tortilla-Donuts, die waren eigentlich letztens schon sehr schmackhaft mit dem Onkel. Vielen Rattenarsch. Junge, absolut Mixed Guarana. Ui. Das ist geil. Danke dafür, das habe ich auch noch nie irgendwo im Laden gesehen. Cool, werde ich auf jeden Fall probieren. Knusper-Roggenreis. Das will ich aber draus sehen. Knusper-Roggenreis. Auch russisch. Das ist die Grundlage für ein Müsli. Aber das einfach so zu essen? Das werde ich mit Milch essen und da kann man sich so eine Banane reinschneiden oder so. Oder Erdbeeren, was weiß ich. Gummibärchen? Ich habe ja erstmal ein paar sehr schlechte Erfahrungen gemacht in der letzten Zeit. Eine Dr. Pepper. Die trinke ich auch sehr gerne. Vielen Arsch. Alter, was ist denn das? Himbeerbrause, Alter. 3 Liter. Und Three Hills Beer Premium Ale. 1 Liter. Mit einer 25 Cent Pfand. Was zum... Aus Moskau. Russisches Bier. Das ist was Feines. Im 18. Türchen war ja das russische Bier drin. Das war wirklich sehr schmackhaft. Das ist interessant. Vielen, vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Sehr interessantes Türchen mal wieder. Ich denke mal davon, ja, davon werde ich auf jeden Fall alles auch verspeisen. Genießen. Das ist ja, hat sich direkt mal reingezimmert, Alter. Das erinnert mich immer an Badlands Chucks, wie er diese ganzen Flaschen auf einmal in sich reinäxt. Okay, 0 Gramm Zucker, das ist natürlich sehr schön. Das ist natürlich sehr schön. Das ist natürlich völliger Müll, den ich mir in den Körper schütten werde, aber scheiß drauf. Dafür wird jetzt gesund gekocht. So, was gibt's heute zu essen? Beilage, Kartoffeln. Ganz einfach, den Rest von letztens musste ich jetzt schon die ganzen Keime abschneiden, weil die schon über eine Woche rumlagen, die haben massiv gekeimt. Das hier ist feinstes Karree vom Schwein. Eigentlich wollte ich Schweinelende, also Schweinefilet holen, hatten sie aber nicht mehr, also habe ich einfach das genommen. 350 Gramm. Das werde ich im Ganzen braten, und zwar in Unmengen von Butter und Zwiebeln in der Pfanne. Das wird für manche bestimmt unangenehmer Anblick, mir ist es aber vollkommen egal. Auf die Art und Weise hat meine Oma immer sehr, sehr, sehr schmackhafte Fleischgerichte zubereitet. Einfach Haufen Zwiebeln, Haufen Butter und dort kommt dann das Fleisch rein. Ich mache jetzt eine rote Zwiebel, also eine rote Speisezwiebel, einfach weil ich mal Bock drauf habe. Die ist aber auch nicht mild. Und ja, die Zwiebel schon. Natürlich immer erst die Wurzel abschneiden, damit schön das Ding saftet und damit man so richtig schön heulen muss. Oh, das macht mich direkt geil. Schön kaltes Wasser auf die Kartoffeln. Da werden sie perfekt durch. Oh ja. Yeah. Die haben letztens auch gut geschmeckt. Das reicht. Unfassbar viel Salz rein. So. Geil. Das mit den Unmengen an Butter war wirklich ernst gemeint. Es muss richtig schwimmen, das Ganze. So, rein damit. Schön Butter satt. Da kommen die Zwiebeln rein, wenn die Butter komplett zerlassen ist. So. Oh yeah. Also meine Oma würde jetzt hier direkt schon den Pfeffer reinmachen. Ich muss mich zusammenreißen und ich würze erst am Schluss. Beziehungsweise hier relativ zum Ende. Gut, die Zwiebeln werden jetzt hier ein bisschen angeröstet und dann in ein paar Minuten kommt das Fleisch dazu. Schön in die Mitte und außenrum dann so die Zwiebeln. Oh, geil, 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 geil. Nebenan wird auch schon die Butter ausgelassen fürs Gemüse.
Gemüsebeilage ist sehr simpel gehalten, so wie ich es mag. Einfach ein bisschen Porree, einen kleinen Brokkoli, Knoblauch, Chili und diese Zucchini. Ich habe mich mal für eine Runde entschieden. Abwechslung ist immer nice. Und das geht wie gewohnt ganz schnell. Das ist doch einfach ein wunderschöner Anblick, oder? Feinstes Gemüse, das kommt direkt hier rein. Oh ja, das sieht auch gut aus. Oh, hier geht's gleich los. Jetzt habe ich leider vergessen, auf den Knopf zu drücken. Verdammt nochmal, Alter. Ja, ich habe jedenfalls das Fleisch jetzt hier in die Mitte gelegt. Zwiebeln außenrum jetzt. Das schwimmt schön in der Butter. Hier wird das Gemüse mediterran scharf angekocht, angebraten und nichts weiter mehr dran gemacht. So, einfach so in der Butter geschwenkt. Oh, das riecht schon wunderbar nach Knoblauch. Oh, was ist das? Ein gottverdammter Traum, Alter. Wobei... Nee, das ist mir zu langweilig. Da kommt ein bisschen Rum ran. Das kann nie schaden. Oh ja. Diese ganzen Gerüche, oh, das ist einfach nur geil. Oh ja. So, das Fleisch habe ich gerade gewendet. Das sieht gut aus, so wie es sein soll. Und das habe ich jetzt runtergedreht. Das wird jetzt noch eine ganze Weile hier so vor sich hin köcheln, damit es auch schön durch wird. Und hier haben wir das Gemüse ist jetzt fertig. Das ruht jetzt noch ein bisschen. Kartoffeln werde ich auch gleich abgießen. Und es wird gewürzt. Salz darf natürlich nicht fehlen. So. So. Und Pfeffer. So, jetzt wird es spannend und zwar gucke ich jetzt erstmal, ob das Fleisch durch ist, weil im Prinzip müsste es jetzt fertig sein. Wenn es nicht durch ist, dann brate ich es nochmal auf der inneren Seite sozusagen an. Naja, das erste Mal, dass ich so auf diese Art das jetzt zubereite. Oh, ja. Ja, das dachte ich mir. Das war dann schon doch ganz schön dick. Nicht so schlimm. Überhaupt nicht so schlimm. Seht ihr? Innen. Also es braucht jetzt noch so 5 entspannte Minuten, würde ich mal sagen, hier schön in der Butter. Auf der Innenseite. Da hat sich die Sache dann auch. Ich habe übrigens neues Geschirr. Feinstes Steingut nach 5 Jahren, die ich doch jetzt hier wohne. Endlich mal. Was für eine Freude. So, jetzt haben wir es fertig. Hier ist das Mittagessen für morgen und hier ist die Portion für heute Abend. Meal Prep, sein Onkel. Geil angerichtet noch, ein bisschen die Kartoffeln mit der Butter übergossen. Die Zwiebeln, die nicht verbrannt sind. Ich weiß nicht, ob die für euch dunkel wirken. Für mich wirken die perfekt schön knusprig. Das Fleisch ist durch, also medium durch. Boah, geil, das ist genauso geworden, wie ich wollte. Jetzt muss es nur noch schmecken. Ah, so, jetzt wird gefressen. Übrigens finde ich die Teller echt geil. Die Größe für die Großen ist echt perfekt. Diese Schüsseln und die mittleren waren nicht ganz günstig mit fast 100 Euro das Set. Aber ich verlinke es euch auf jeden Fall mal in der Beschreibung für die, die das interessiert. Weil mich haben auch in der Instagram-Story schon ein paar Leute gefragt. So, erstmal die Kartoffeln hier mit Butter. Oh, ich habe so einen Hunger, Alter. Ist mittlerweile schon 0 Uhr durch. Mm. Oh. Diese Butter mit dem Zwiebelaroma. Nur leicht gepfeffert. Ah. Oh. Mmh. Okay. Gut, Gemüse. Mittlerweile schon wieder lauwarm. Das hätte ich erst ein bisschen später anfangen sollen. Aber egal. Passt schon. Zwiebeln. Oh. Hier, ein bisschen Butter, ein bisschen Zwiebel auf so ein Stück Kartoffel. Das ist mit eins der geilsten Dinge, die ich jemals gemacht habe. Definitiv. Oh. So sieht das Fleisch jetzt aus. Hervorragend durch. Also, ich sage immer durch. Damit meine ich aber, ja, ihr wisst schon, wie ich es meine. Mmh. Feinstes Bio-Schwein, auch wenn es leider keine Lende ist. Trotzdem zart, saftig,
aromatisch. Oh. Diese ganze Butter ist zwar übelst fettig, mir aber scheißegal, ich esse ganz, ganz, ganz selten auf diese Art und Weise. Ich fick mir das jetzt in den Hals, Alter. Ich werde jetzt eine Orgie veranstalten und das genießen einfach. Viel Spaß beim Nachkochen auf jeden Fall. Kann ich nur empfehlen. Probiert es gerne aus. Und ja, muss man eigentlich auch nichts dran ändern, außer dass das Gemüse am Ende noch warm sein sollte. Danke fürs Anschauen. Euer Max Himbeer-Fotzenberg.